Hallihallo und ganz herzlich willkommen im neuen Video. So, ich bin mal wieder alleine und es ist Herbst. Und bevor wir zu dem schönen nächsten Herbstthema übergehen, zeige ich euch mal so, ihr wollt jetzt nicht nur mich sehen, sondern noch mehr, zeige ich euch mal so, ach, was wir so Schönes im Laden haben. Wir haben heute Kränze gemacht, ja. Das ist jetzt so ein schöner Herbstkranz in Grün. Der ist, muss ich mal dazu zeigen, den haben wir mit einem Seiden-Efeu gemacht. Aber da hier so viel Natur dabei ist, mit diesen Birkenstücken, mit diesen schönen Eicheln, ja, und Früchten, fällt das eigentlich gar nicht auf. Und wir versenden die Kränze auch. Also ist auch jetzt kein Geheimnis. Ja, kann euch mal hier einen kleinen Schwenk. So, ja, und das kommt das Porto dazu. Manche fragen ja. Dann haben wir hier so einen fruchtigen Herbstkranz gemacht. Mit, ja, sind, so eine Kürbisart, so eine kleine. Dann sind auch Hagebutten drauf. Und diese Hagebutten, die sind echt der Knaller, ja, weil die sind, und ich muss auch meine Hand dazu halten, dann sieht man mal, wie groß die sind. Und die sind so knackig, so schön. Das habe ich wirklich selten, dass die so, so hübsch sind. So, für Fragen, um das zu ergänzen. So, wenn es nicht interessiert, der kann das einfach ignorieren. Dann gibt es hier noch, ach, das wollte ich euch die ganze Zeit schon sagen. Also ich hatte hier so ein schönes Experiment, ob Muschelblume trocknet. Sie trocknet traumhaft ein. Sie ist so schön, dass ich tatsächlich schon überlegt habe, ob man Muschelblume auch in den Adventskranz mit reinmachen sollte. Weil ich finde, sie ist so vintage, so mega hübsch. Und wenn man hier so ein schönes Windlicht reinmacht, das ist übrigens unser kleiner Trinkgeldfrosch. Guten Tag. Ja, dann ist das natürlich echt ein Knaller. Dann haben wir ja auch nochmal so einen schönen, einen gemischten, fruchtigen Herbstkranz. Es ist also viel drin. Erika, Früchte. Dann haben wir auch hier diese schönen Hagebutten, Mohnkapseln. Dieser Callocephalus, also Stacheldraht. Wir nennen ihn liebevoll Kalli. Das ist so unser Kurzname. Und das Wochenende. Nee, ach, hier haben wir noch einen Kranz, einen Herbstkranz mit, der ist jetzt mit Hortense und mit Disteln. Ja, da haben wir die Disteln dazu gemacht und so fein, also ich sage jetzt mal fein Mühlenbeckia drumherum gewunden. Und passend hier zu der Hortense haben wir dann auch die Kerze genommen. Ja, und das Wochenende wirft seine Schatten voraus. Wir öffnen hier schon die Gladiolen fürs Wochenende und hier sieht es wieder lustig aus. Also zum einen gibt es eine Deko für eine Messe, die ist mit Lilien. Ich zeige euch mal einen kleinen Ausschnitt von meinen Problemen, die aufzubekommen. Da gehen wir zu mir nach Hause kurz, weil die standen in der Wärme. Ihr Lieben, hier seht ihr eines unserer größten Probleme. Die Kunden, die bestellen Lilien, möglichst offene Lilien. Und unser Laden ist so kalt, da hat es jetzt 14 Grad und die Lilien, die gehen da nicht auf. Was mache ich dann natürlich? Die werden extra mit heimgebracht. Wir haben hier einen Wahnsinns-Lilienduft, bisschen zum Leidwesen meines Mannes. Und ja, und dann brauche ich auf jeden Fall eine Woche, brauche ich meistens, bis ich offene Blüten habe, weil ich kann ja zu bestimmten Anlässen, zu Feiern oder zu Hochzeiten und natürlich auch zu Beisetzungen keine, nicht nur die Lilienknospen hinstellen, die sehen ja nach nichts aus, aber das sind so die regelmäßigen Probleme eines Floristen. Und das Problem, das sich dann anschließt, ist natürlich, die Blüten sind empfindlich beim Transport. Also ich muss jetzt mal gucken, wie ich diese hübschen offenen Lilien auch wieder ja, unbeschadet transportiere. Aber das wollte ich euch doch mal so nebenbei erzählen. Das sind die Dinge, die uns dann doch sehr regelmäßig beschäftigen. So, zu dieser Messe sind hier noch auch ganz viele Blumen. Die haben wir jetzt hier alle in die Ecke packen müssen mit wunderschönem Grün, mit Monstera, mit tollen langen Blättern. Die wirken hier gar nicht so lang, aber man sieht an der Höhe des Tisches, wie lang die sind. Und dann geht es weiter. Die Hortensien haben wir jetzt auf Wasser gesetzt. Dann haben wir hier Amaranthus. Ja, ein ganzer Eimer Amaranthus, Fuchsschwänzchen. Diese schöne Proteinart, die nennt sich
Bridal Blush, ja, das ist eine Protea tatsächlich, die kommt aus Südafrika. Die ist wunderschön. Und dann ist hier noch für die Messe Teil 2 der Lilien. Ja, ich muss das mal so von oben zeigen, weil das ist wirklich ein Meer und ihr könnt euch ein bisschen vorstellen, wie es hier duftet. Das ist ziemlich, ziemlich krass. Ja, ansonsten haben wir hier noch die Glockenblumen, dass die sich öffnen fürs Wochenende. Haben wir hier auch da. Haben noch ein kleines Gesteck, das ist bestellt. So, mir immer die Namen mal abdecken. Ja, und dann gibt es noch hier eimerweise Rosen. Rosen, ganz viele und Waxflower. Und Rosen, ach, Rosen gibt es nicht nur da vorne. Hier gibt es auch noch ganz viel Rosen. Es verbirgt sich also alles so unter dem Stuhl. Ja, nachdem wir jetzt hier diesen kleinen Rundgang, weil der Laden ist jetzt geschlossen, nachdem wir diesen kleinen Rundgang absolviert haben, geht es in den Arbeitsbereich und wir gehen zu dem wunderschönen Thema Erika über. Guckt mal, was für eine tolle Erika, das ist Hammer. Aber jetzt muss ich die Kamera erstmal aufhängen, weil ich kann nicht arbeiten und Kamera halten. Deswegen gibt es jetzt gleich Teil 2. Ach nee, aber zuerst gehen wir mal wieder nach Unterfranken, weil das sind ja unsere schönen Pfingstrosen, da gibt es ein neues eine tolle Info über die Pfingstrosen. Das ist so interessant, das ist echt der Hammer. Und dann geht es erst zum Video. Und bevor ich es vergesse, ein paar Fotos von den Veranstaltungen spiele ich euch natürlich noch ein. Das ist immer super schön. So, hallo liebe YouTuber, wir sind hier wieder im schönen Frankenland auf dem Holzeckerhof in einem Folientunnel, im Moment im Hochsommer ohne Folie. Und wir sehen hier Pflanzen, Peonienpflanzen, das sind ja Stauden. Und jeder spricht vor allem in diesen Zeiten jetzt über Wassersparen. Und ja, lieber Sebastian, warum sind denn Peonien auch Pflanzen, die toll zum Wassersparen sind? Ja, weil Peonien einfach Stauden sind. Stauden heißt, das ist eine Pflanze, die jedes Jahr wiederkehrend ist, die sich an einem Standort etabliert. Und auch wir haben uns als Betrieb Gedanken gemacht, welche Pflanze passt denn zu unserem Klima, passt zu unserem Boden, passt zu unseren Wasservorkommen. Ja, und da passt die Peonie zu 100% hier in diese Gegend. Peonien lieben es eigentlich warm, lieben es trocken. Ja, wir haben jetzt ja hier sehr kräftige Pflanzen und obwohl die keine Blüten haben, sieht man ja jetzt hier, dass die unheimlich dicke Stiele haben. Ja, wenn ich gerade mal so meinen Finger daneben lege. Wie alt ist denn jetzt so eine Pflanze zum Beispiel und wie tief wurzelt die? Also diese Peonienpflanzen, die sind 2005 gepflanzt. Wow. Das heißt, die sind jetzt 17 Jahre an diesem Standort und über die Jahre macht so eine Staude einfach ein wahnsinnig großes Wurzelgeflecht. Also man spricht von über einen Kubikmeter, also einmal ein Meter, plus die ganzen Feinwurzeln. Und solche Peonien können quasi Trockenphasen auch gut überstehen. Die holen sich das Wasser einfach aus der Tiefe und ja. Super, natürlich bei dem Wetter, wo es immer trockener und immer wärmer wird,
muss man eigentlich Peonien pflanzen. Richtig. Ich glaube, das ist jetzt so das Fazit daraus, weil diese Pflanze passt ganz toll zu unserem Klima. Und ja, Thema Wassersparen. Du hast noch erwähnt, das wollte ich noch mal fragen, dass wenn die in dem Folientunnel sind, dass das eigentlich Wasser sparen, also dass es Wasser spart. Genau. Das hatte ich nicht so ganz verstanden. Okay, das möchte ich kurz erklären. Warum sparen wir Wasser im Folientunnel? Viele meinen ja, wenn man in einem Tunnel arbeitet, dass man mehr Wasser braucht, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall. In der Phase, in der wir die Folientunnel geschlossen haben, nämlich in den Monaten Februar, März, April und Mai, haben wir ja eigentlich noch recht hohe Niederschläge und da brauchen wir aber das Wasser gar nicht. Das wäre eigentlich sogar kontraproduktiv. Mit Feuchtigkeit werden die Peonien eigentlich eher krank und deswegen werden auch die Peonien im Folientunnel vor zu viel Feuchtigkeit geschützt, vor zu vielen Niederschlägen. Und das Wasser, was an diesen Folien letztendlich abregnet, kann bei uns in den sogenannten Fahrgassen, die zwischen den Folientunneln immer sind, die wir zur Ernte brauchen, um die Peonien quasi ins Lager zu fahren, können dann in diesen Fahrgassen versickern. Ah ja. Genau, und somit können wir eigentlich nachweisen, dass wir im Tunnel weniger Wasser verbrauchen zum Bewässern der Peonien, als in der gleichen Zeit auf die Peonientunnel abregnet und dann in den Fahrgassen versickern kann. Okay, super. Also Win-Win. Die Pflanzen passen zum Klima. Es ist die Pflanze und eure Anbauart passt auch zu dem Klima. Ich glaube, man muss gar nicht mehr so viel sagen. Man muss einfach Peonien anpflanzen. Und wo ihr die findet, zeige ich euch jetzt im Webshop. Ich zeige euch jetzt, wie man den Webshop findet. Ihr tippt im Browser donpeoni.de, kommt auf die Homepage, das ist der Überblick. Hier seht ihr auch Sebastian und Susanne Sauer mit ihren Pfingstrosen im Folientunnel. Und dann geht ihr auf Neuigkeiten und hier sieht man, die Pfingstrosen sind natürlich für dieses Jahr alle abgeerntet. Aber ihr könnt euch die schönsten Sorten als Pflanze bestellen für euer Zuhause. Das heißt, ihr geht jetzt weiter auf diesen Link. Hier geht's zum Shop. Einmal klicken. Und schon ist man in dem Pfingstrosen-Pflanzenshop. Pfingstrosen für deinen Garten. Bestellt werden können sie jederzeit. Die Auslieferung ist ab Ende September, Oktober, November, in dem sie auch idealerweise gepflanzt werden sollen. Und je früher man bestellt, desto sicherer bekommt man natürlich die Sorte, die man gern hätte. Und es gibt hier ganz, ja, ihr könnt ganz nach euren Wünschen auswählen. Ich zeige euch hier, es geht nach der Blütenform. Mein Favorit sind ja die gefüllten, wobei es gibt auch tolle ungefüllte. Nach der Blütengröße, dann auch kann man die Blütezeit auswählen. Die Pfingstrosen fangen ja dann so Ende April an draußen. Ob sie duften sollen, das Farbspektrum ist, ist unglaublich, es sind ganz tolle Farbspektren. Und um euch einen Eindruck zu geben, was ihr für tolle Pflanzen im Webshop bestellen könnt, die werden übrigens wurzelnackt geliefert. Das heißt, die haben keine Blätter, werden also dann im Herbst gepflanzt und im Frühjahr kommen dann zum ersten Mal die Pfingstrosen. Ja, viel Spaß beim Bestellen und vergesst nicht den Rabattcode MARGIT beim Bestellen, weil damit bekommt ihr 5% Rabatt. Viel Spaß und viel Erfolg, ihr Lieben. So, hallo ihr Lieben. Ich habe wieder eingekauft und ich habe so schöne Ware mitgebracht. Jeder kennt ja die Erika, die einfarbigen, aber wir haben so einen super Gärtner, der diese Trios. Also die Erika, die wirklich drei Farben in einem haben. Und das bekommt man nicht überall. Und ich finde es auch in Ordnung, dass die Ware beim Floristen von den regionalen Gärtnern tatsächlich doch auch was anderes ist, als das, was man immer im Supermarkt so erhält. Und ich finde dieses Dreifarbige sensationell. Und wenn man dann so eine schöne Erika dekoriert,
mit, ja, dekoriert muss sie natürlich sein und dann so ein Windlicht dazu stellt, dann ist das doch eine Idylle. Und das Windlicht kann man ja auch mit ein bisschen Beeren, mit einem Efeublatt. Also das ist jetzt mein, ich glaube in Rosenheim gibt es schon so ein Windlicht von mir. Und das hat auch ein ganz dickes Glas drin. Das ist jetzt mein letztes helles. Und ich glaube, ich habe noch ein schwarzes in der Größe. Ja, also solche Sachen versende ich dann auch manchmal. Ich bin zwar jetzt nicht primär Online-Shop, aber es gibt doch einige, die sagen, oh Margit, ich hätte gern so ein Windlicht von dir. Ja, und die Erika, die finde ich jetzt auch schön, aber für den Herbst hätte ich die gern so ein bisschen schnuckelig, ja, so ein bisschen so hübsch dekoriert. Und dazu habe ich mir so ein, ja, gibt es wieder mit ein paar Tipps dazu, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Ich habe Filz, also entweder, klar, man hat natürlich Filz auch, und da gibt es immer so ein paar Reste. Hier sieht man, das ist so ein kleiner Zacken drin, ja, den schneide ich einfach mal raus. Also Filzreste. Da verweise ich wieder auf mein letztes Video. Die habe ich ja zum Beispiel genommen, um diese Schieferplatte von unten zu bekleben und um den Tisch zu schützen. Ja, und dann Filz ist ja auch immer so schön dehnbar. Ja, und wenn ich dann sage, der ist mir jetzt eigentlich zu, ja, der war jetzt zu kurz, um den Topf rumzulegen. Und ich brauche noch ein bisschen mehr Abmessung. Filz ist witterungsbeständig, den kann man einfach mal ziehen. Ja, das macht dem also gar nichts aus, wenn man es nicht zu wild macht und Löcher reinreißt, dann macht dem das überhaupt nichts aus. Und dann kann ich natürlich so herrlich einfach mit dem Filz, ich nehme meinen Tacker, ja, und mache, also entweder ich könnte jetzt mit Heißkleber was machen, ich kann aber auch einfach mit dem ganz normalen Tacker hier entlang eine Naht tackern, das geht super schnell und ich finde es auch schöner als mit dem Heißkleber. Habe das jetzt hier getackert, das Stück, ja, man sieht es hier also. Ich liebe das, wenn ich die Sachen immer in die Kamera halte, drehe das um und hier haben wir schon unsere Naht. Ja, es ist eigentlich ganz simpel. Das ist jetzt ein bisschen eng, ich weiß, aber ich wollte jetzt einfach mal mein Filzrest aufbrauchen, das war so in meinem Sinn. Ich denke immer, man hat so viele Sachen, die man nutzen kann und sollte. Und es ist eigentlich schade, wenn man das nicht tut. Und ich bin da immer so für Nachhaltigkeit. Und man kann die Dinge doch noch, ja, man kann doch vieles noch, aus vielem noch was machen, von dem man es zuerst nicht so denkt. So, und schon ist meine Erika in ihrem kuscheligen Mäntelchen eingepackt. Dann habe ich wieder so, ja, ich hatte noch so einen Rest und habe gedacht, ach ja, so ein Filzband und das ist jetzt eigentlich schön, aber das wäre natürlich jetzt viel zu breit, obwohl es gar nicht so schlecht. Nee, ich korrigiere mich. Ich nehme das. Ja, das ist eigentlich ganz schön, aber auch hier ziehe ich das ein bisschen in die Länge. Ja, nehm den Abschnitt, den ich brauche von der Länge her, ziehe das ein bisschen in die Länge. So, und mache bei meiner Erika einfach einen Knoten. Ja, ich zeige es euch gleich in der Kamera. So, mache einen Knoten. Und die hat jetzt so, das sieht schon ganz süß aus, ja. Das ist eigentlich fast wie wenn man so eine Fliege bei einem Hemd. Finde ich ganz goldig. Und mir fehlt jetzt noch eine kleine Spielerei. Man könnte jetzt also eine Schnur, ich habe so eine Naturschnur im Sinne, ja, oder einen grünen Filzstoch. So, ich habe jetzt also zweierlei mitgebracht. Das sind diese schönen Filzschnüre von Floristik24. Die sind ganz dünn. Und ich bin immer Fan davon, wenn man so ein bisschen Abwechslung hat. Und ich nehme jetzt einfach, ich nehme beide Farben, wickel die so. Also so kommen die in so einer Rolle, ja, das ist dieser Filzdocht, also nicht das Filzband. Und ich gehe jetzt her und wickel die rum und mache vielleicht eine Schleife. Man kann aber auch sehr schön eine Jute-Schnur nehmen. Aber der Filzdocht ist natürlich auch für Weihnachten was ganz Tolles. Ja, ich finde, das ist so ein, der macht sich immer sehr hübsch. Und dann hat es doch so eine Spielerei. Und mir fehlt jetzt, das Einzige, was mir noch fehlt, ist der fruchtige Charakter
Das heißt, ich wollte gern so eine fruchtige, herbstliche Note. Hab hier noch Paprika, sehr schöne. Die sind total knackig. Und was natürlich schön ist, ist, die haben richtig feste Stiele, ganz dicke, feste Stiele. Ich schneide die schräg an, ja, schräg, weil ich möchte die einfach in die Erde stecken. Und die kann ich in dem Topf hier mit in die Erde stecken. Ich stecke sie am Rand, weil in die Mitte werde ich sie nicht reinbekommen. Dazu, so, in die Mitte kriege ich sie nicht rein. Oh, sorry, Telefon. Keine Ahnung, wer jetzt noch anruft. Augenblick. Flowerstyle, guten Tag, hier ist Margit Strack. So, also das war jetzt jemand, der noch einen Flirrop nach Paris schicken möchte. Das mache ich dann auch noch. Die Dame kommt in 3 Minuten. So viel dazu, mal in Ruhe ein kleines Video zu drehen. Und ich zeige euch jetzt aber auch meine Arbeit. Und das ist jetzt hier diese Erika, die eigentlich so ganz lustig, farbenfroh, ein bisschen fruchtig, ja, schön dekoriert ist. Und hier auch mit der Schnur schön verpackt. Und man kann natürlich, um die mit Wasser besser zu versorgen, kann man hier noch so einen passenden Untersetzer drunter machen. Und zwar, dann braucht man ja noch kleineren. Und dann kann man den einfach hier auch unter den Filz so reinschmuggeln. Ja? Der Filz ist jetzt ein bisschen eng, aber ich habe noch andere. Erika, ja, habt ihr noch andere gemacht? Und ich zeige euch mal, was es einfach für eine schöne Vielfalt gibt, dass man diese Erika so schön dekoriert. Und da kann man überall einfach entweder einen Unterteller drunter schmuggeln oder man kleidet das Tablett mit Folie aus. Und dann kann man in die Folie ein bisschen Wasser reingießen und dann können die sich schön mit Wasser einfach vollsaugen von selber. Weil sobald die trocken werden, rieseln die ab. Und das war jetzt so meine kleine Herbstidee. Und ihr seht, wie süß das eigentlich ist, auch so als Mitbringsel oder als eigene Deko, wie goldig sowas ist. Oder gibt es natürlich noch eine alternative Idee, um die Wasserversorgung zu gewährleisten. Das ist, ich nehme einfach ein kleines Tablett und ich kleide dieses Tablett, man sieht es hier kaum, das ist gewachst, ja, und das ist so mit wasserdicht gemacht. Und dann kann ich ein bisschen Wasser reinmachen und auch dann ist die Erika super versorgt. Ich bin gespannt, wie euch meine heutige Idee gefallen hat. Und ich sage euch allen ganz liebe Grüße. Ich freue mich immer sehr über eure Rückmeldungen und es kommen so liebe Nachrichten. Und also vielen, vielen Dank und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Eure Margit, vielen Dank fürs Zugucken und auch fürs bis zum Ende zugucken. Das sind die Besten. Also macht's gut. Ciao. Thank you.